Hallo ihr Lieben, hier ist Silke. Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog hier auf diesem Kanal. Der heutige Vlog unterscheidet sich etwas von den anderen von mir veröffentlichten Vlogs. Da habe ich ja immer so ein paar Einblicke von einem Tag euch gegeben. Und der heutige Vlog ist eher so ein Einblick in mehrere Tage. Eigentlich wollte ich am 4. April einen Vlog für euch drehen. Da hatte mein ältester Sohn Geburtstag, er ist 13 Jahre alt geworden und im Laufe des Tages habe ich einfach festgestellt, dass ich nicht immer mit der Kamera herumlaufen möchte, um Momente einzufangen. Und dann habe ich das erstmal sein lassen, hatte aber dann schon einige Sequenzen gedreht. Und so hat es sich einfach ergeben, dass ich in der letzten Woche, also ab 4. April, dann immer mal ein paar Aufnahmen gemacht habe. Und die möchte ich euch hier in dem heutigen Video, in dem heutigen besonderen Vlog einfach präsentieren. Los geht's! Heute ist der 4. April und heute feiern wir den 13. Geburtstag von meinem Sohn Simon. Ich befinde mich gerade noch im Bad, wie ihr unschwer erkennen könnt, habe hier mein Morgenritual praktiziert. Wer wissen will, was ich morgen so im Bad anstelle, dann verlinke ich euch meinen letzten Vlog, in dem ich meine Morgen- und Abendrituale gezeigt habe. Verlinke ich euch oben rechts in den Infokarten. Jetzt wird Simon erstmal seine Geschenke auspacken und das Praktische diesmal war, dass ich seine kleineren Geschenke in sein größtes Geschenk eingepackt habe. Ich zeige euch jetzt erstmal als nächstes, welche Geschenke Simon bekommen hat. Und dann geht's weiter in die Küche. Ihr seht hier einen rohveganen Schokokuchen, Schokobananenkuchen mit einer großen 13 drauf. Simon hat heute ein rotes Skizzenbuch bekommen für seine Zeichnungen. Das ist der Kakao-Cashew-Mix von Lebenskraft pur. In der Vergangenheit war es so, wenn man bei Lebenskraft pur bestellt hat, hat man als kleines Dankeschön eine Tüte, eine kleine Tüte mit diesem Kakao-Cashew-Mix bekommen. Meine Jungs, die waren immer total begeistert, denen hat es sehr, sehr gut geschmeckt. Deswegen bin ich jetzt sehr froh, dass man diesen Kakao-Cashew-Mix jetzt auch käuflich erwerben kann und dann auch in größeren Mengen. Dann haben wir hier eine Nukao, das ist unsere Lieblingsschokolade, die Sorte Berberitze Beere. Da gibt es noch ein Multifunktionstaschenmesser für mein Waldkind, eine Uhr, dann noch ein Zitronenkaugummi, eine Omba-Himbeer-Kokosmilch-Schokolade, die hat sie schon aufgeschnappelt, das ist nur noch das Papier. Dann seht ihr hier eine Gürteltasche mit verschiedensten Fächern. Das ist immer ganz wichtig für Simon, weil er immer ganz viele Sachen mitnimmt, wenn wir unterwegs sind oder auch ganz viel findet, was er dann wieder mit reinbringt. Dann selbstgemachte weiße Schokolade. Simon liebt weiße Schokolade. Das ist eine rote, rot-schwarze Multifunktionshose. So für Frühjahr bis Herbst ist die sehr gut geeignet. Die ist nicht gefüttert. Und noch eine weitere Lieblingsschokolade von Simon, natürlich auch selbstgemacht. Das ist Pfefferminzschokolade mit echtem oder reinem ätherischen Pfefferminzöl. Dann haben wir hier noch ein Briefkuvert von den Großeltern. Und das hier ist das größte Geschenk. Das ist ein Reiserucksack Osprey Porter 40. Den kann man auch als Handgepäck nehmen auf Flugreisen. Ich habe die etwas größere Variante in Grau Osprey Porter 46. Und das Tolle an diesem Rucksack, der hat natürlich auch viele Fächer und man kann ihn wie einen Koffer bzw. wie eine Reisetasche so aufklappen. Also wenn wir jetzt im Sommer verreisen, dann wird es auf alle Fälle Simons Reiserucksack für die Reise sein. Bevor es Frühstück für meine Jungs gibt, kümmere ich mich erstmal noch schnell um meine grünen Gräser und das Grünkraut. Die werde ich jetzt noch gießen und auch hier die Sprossen spülen. Das hier zum Beispiel sind rote Rübensprossen. Dann haben wir hier noch zwei große Gläser mit Alfalfa, Rettichgrün, Senfgrünkraut. Das ist auch das Rettichgrün. Da habe ich gerade den Deckel abgemacht. Ihr seht die ganzen oder die Plättchen, die Rettichsprossen ausgebildet haben, die sind noch ganz gelb. Die werden jetzt innerhalb der nächsten 24 Stunden hier im Licht grün. Und hier weiter unten gibt es auch noch Sprossen. Das sind Radieschensprossen. Die sind auch scharf, genauso wie die Rettichsprossen und auch wie die Senfsprossen. Und was auch so einen schärferen Geschmack hat, das sind Kressesprossen. Das hier sind Kressesprossen, die werde ich dann auch noch wässern. Und darunter befinden sich noch ganz junge Basilikumsprossen. Und hier in meinem Sprossenturm mit 6 Etagen befinden sich ganz viele Brokkolisprossen. Eigentlich alles, was hier unten grün erscheint, dann das hier, das rötlich-grüne, das sind Rotkohlsprossen. Und hier oben gibt es nochmal Rettichsprossen. Das werde ich jetzt auch alles schön wässern. Und ich nehme gleich noch mal eine Zuschauer oder eine Frage auf, die mich öfters in den letzten 2 Jahren erreicht hat, seitdem ich mein Sprossen-E-Book veröffentlicht habe. Ihr seht hier, das sieht dieses Weißliche an den Wurzeln der Sprossen, vor allem bei den Brokkolisprossen. Da könnte man meinen, oh, das ist ja vielleicht Schimmel. Ich habe den Sprossenturm geöffnet, um euch das genauer mal zu demonstrieren. Ihr seht hier an den Wurzeln,
diesen weißen Flaum überall. Das ist hier wirklich bei den ganzen Brokkolisprossen. Und es ist bezeichnend oder charakteristisch für einige Sprossen wie Brokkoli, Rettich, Radieschen, dass die Wurzeln weiße Härchen bilden. Das ist also kein Schimmel. Das riecht auch nicht muffig, ist auch nicht durchsetzt mit so grauen Punkten, wie es oft bei Schimmel der Fall ist. Wenn so ein weißer Flaum vermehrt auftritt, dann ist es eigentlich auch ein Zeichen dafür, dass die Sprossen gegossen werden müssen. Wenn ihr reichlich wässert, verschwinden diese weißen Härchen. Für Simon bereite ich jetzt das Frühstück zu. Es gibt rohvegane Zimtschnecken aus angetrockneten Bananenscheiben und dieser Masse aus Äpfeln, Datteln und Zimt. Ich hatte kürzlich ein Rezept dazu hochgeladen. Leider gab es ein technisches Problem und einige konnten das Video nicht schauen. Deswegen gibt es hier in diesem Vlog die Kurzfassung. Ihr braucht für die Zimtschnecken nur 4 Zutaten. Reife Bananen, Äpfel, Datteln und Zimt. Und im Video habe ich 10 Bananen verwendet. Reife Bananen wie diese. Und diese Bananen werden geschält und längs 3-mal geteilt. Das heißt, bei 10 Bananen bekommt man dann 30 solche Bananenscheiben. Und die werden ca. 6 Stunden oder auch 8 Stunden, je nachdem, wie man die Konsistenz haben möchte, im Dürrgerät getrocknet. Also es empfiehlt sich wirklich ein Dürrgerät, weil es mehrere Ebenen hat und weil man dann die Temperatur auch schön einstellen kann. Am Anfang, die ersten 2 Stunden dürre ich auf 60 Grad und dann drehe ich runter auf 45 Grad. Und da bekommen die Bananenscheiben so eine schöne Konsistenz, dass man wunderbar Zimtschnecken daraus wickeln kann. Und was man jetzt einfach nur machen muss, man legt sich hier solche Bananenhälften hin. Oder Bananenscheibenhälften sind es ja gar nicht. Dann einfach hier diese Apfel-Dattel-Zimtmasse drauf streichen. Und dann wird das Ganze einfach eingerollt. Man kann jetzt aus diesen 5 Bananenscheiben 5 kleine Zimtschnecken machen oder diese auch zu einer größeren zusammenrollen. Und fertig sind die Zimtschnecken. Ich habe jetzt doch immer nur 2 Bananen zusammengerollt. Jetzt könnte man die Zimtschnecken nochmal ins Dürrgerät geben, so für eine halbe Stunde, und das alles nochmal schön warm werden lassen. Aber ich glaube, so lange mag Simon nicht mehr warten. Ich bin jetzt gerade mal im Kinderzimmer und wollte euch unsere neue Hängematte zeigen. Ich hatte ja schon 2 Videos veröffentlicht, Minimalismus im Schlafzimmer. Da haben wir unser Bett weitergegeben, uns Kapok-Matratzen besorgt und eine blaue Hängematte, die hängt in unserem Gästezimmer. Das ist ja gerade das Zimmer von Henry, unserem Mitbewohner. Und jetzt im Kinderzimmer haben wir hier auch eine große Familienhängematte, eine rote. Sieht man jetzt gar nicht so, aber die ist richtig groß. Wenn man da drin liegt, kann man richtig schön entspannen. Und was ich total gern mache, ihr hört es vielleicht schon im Hintergrund, Simon spielt am E-Piano eines seiner Lieblingsstücke. Und es ist total entspannend, hier in der Hängematte zu liegen und sich am Klavier vorspielen zu lassen. Simon, was war das gerade für ein Lied, was du gespielt hast? Arc. Von Arc, das ist ein Computerspiel, so ein kreatives Computerspiel. Ja, hier ist es, das ist ein Raptor, kommt ja auch davor in diesem Arc-Spiel. Ja. Ah ja, deswegen inspiriert von diesem Spiel. Du spielst ja noch ein Stück gerade, magst du mal was? So ein, an so einem Fantasiefilm, da gibt es wie viele Teile? 7, 8? Mal sehen, wer es erkennt. Also bis noch in der Übungsphase. Ich weiß, wie lange man üben muss, um etwas flüssig zu spielen. Und mir gefällt es total gut. Simon, du spielst ja noch Edvard Grieg, Hall of the Mountain King. Also ich war noch mal gleich. Bringst du mir das mal bei? Da freue ich mich natürlich, wenn mir Simon seine Stücke beibringt. Simon, was nimmst du zur Hilfe, um diese Klavierstücke zu üben? YouTube-Tutorials. YouTube-Tutorials. Es gibt ganz tolle Tutorials auf YouTube. Klassische Musik, moderne Musik, einfache bis schwierige Stücke, die man dann zu Hause am Klavier oder E-Piano lernen kann. Das finde ich immer sehr
inspirierend und ich habe ja schon zwei Stücke einstudiert, Erik Satie, Genuss in 1 und Arabesque von Friedrich Burgmüller. Friedrich Burgmüller ist ein deutscher Komponist, der hat, glaube ich, im 19. Jahrhundert gelebt und Arabesque ist ein sehr flottes Stück, es macht wirklich Spaß, das am E-Piano zu spielen. Meine Jungs und ich, wir lieben klassische und epische Musik und es gibt einen YouTube-Kanal Epic Music World, der hat jetzt beides miteinander kombiniert, Klassik und epische Musik, und zwar Beethoven. Da wurden drei Stücke von Beethoven episch interpretiert, wirklich ein ganz fantastisches Stück. Es gibt auch, ich glaube, das bekannteste Stück von Richard Wagner, episch interpretiert, wirklich fantastisch. Und dann gibt es noch einen YouTube-Kanal, der ganz tolle epische Musik macht, da hast du mich drauf gebracht. Two Steps from Hell. Two Steps from Hell. Und was war denn das erste Lied, was dir am besten, das erste Lied? Stormkeeper. Stormkeeper, genau, darüber habe ich ganz, ganz tolle Musik, inspiriert von meinem Sohn Simon, ganz, ganz tolle Musik entdeckt. Also Two Steps from Hell machen wirklich fantastische, epische Musik. Und wenn ihr wissen wollt, was das für eine Musik ist, dann machen wir einfach eine Playlist, die verlinke ich euch unten. Da werde ich euch auch die zwei epischen Interpretationen von Beethoven und Haydn verlinken oder beziehungsweise mit in die Playlist reinsetzen. Wirklich ganz fantastische Musik. Und gerade wenn wir auf dem Trampolin springen, ich mache ja auch regelmäßig Sport, dann höre ich mir gerne diese epische Musik an. Habe ich immer das Gefühl, dass die unglaubliche Kräfte in mir weckt, weil ich auch gerade viele Übungen mache mit dem eigenen Körpergewicht. Und ich habe dann das Gefühl, ich bekomme nochmal durch diese Musik noch viel mehr Kraft, beziehungsweise kitzel die, sage ich mal in Anführungsstrichen, die Kriegerin in mir. Und dann kann ich bestimmte Übungen viel besser und fokussierter durchführen. Ich praktiziere ja seit vielen Jahren das intermittierende Fasten. Für mich persönlich bedeutet das, dass ich zwischen 16 und 20 Stunden am Tag mit Wasser faste und in den restlichen Stunden gibt es frisch gepresste Säfte oder kaubare Rohkost. Wir haben es jetzt gegen 13.30 Uhr. Ich habe bis jetzt Wasser getrunken und jetzt nehme ich diese vier Mittelchen ein. Ihr werdet euch jetzt bestimmt fragen, was nimmt die Silke denn hier ein? Das sind liposomale Nahrungsergänzungsmittel. Die hat der Patrick Strohbach vom YouTube-Kanal Rovegan am Limit, den ich sehr schätze, entwickelt. Und ich hatte im Oktober schon die Vorläufervariante getestet. Aber diese hier sind jetzt wirklich rund im Geschmack. Und ich bin gespannt. Ich werde diese Mittel teste ich jetzt für 4 Wochen. Eine Flasche reicht 4 Wochen. Und ich nehme alle 4 Mittel einmal am Tag jeweils einen Esslöffel. Und ich zeige euch jetzt auch, welche Mittel ich nicht einnehme. Dieses Mittel heißt Sonnenenergie, enthält D3, K2 und Magnesium. Wer sich erinnert, ich hatte im Oktober ein Video veröffentlicht, dass bei mir ein Vitamin-D-Mangel festgestellt wurde. Und ich habe jetzt den Winter über supplementiert. Ich werde jetzt noch diese Flasche aufbrauchen und über den Sommer dann nicht supplementieren, weil dann die Sonneneinstrahlung ausreicht und ich mich auch genügend in der Sonne oder im Licht am Tag draußen bewegen werde, das so, dass mein Körper selber Vitamin D3 bilden kann. Die Sonnenenergie ist übrigens vegan. Der Patrick hat dafür Flechten verwendet. Das nächste Mittel ist Elite OPC. Das dritte Mittelchen Vitamin C und Zink. Wir haben einen hohen Vitamin C-Bedarf, unser Körper, damit wir ausreichend entgiften können. In den heutigen Obst- und Gemüsesorten ist kaum noch Vitamin C enthalten. Da würde ich dann eher Sprossen und Wildkräuter empfehlen. Und ich teste, wie gesagt, jetzt einen Monat lang eine hohe Dosis Vitamin C. Und das vierte Mittel ist ein Vitamin B-Komplex mit allen B-Vitaminen und auch dem B12. Was macht jetzt diese vier Nahrungsergänzungsmittel so besonders? Wie schon erwähnt, sie liegen in liposomaler Form vor. Und diese Liposome werden als Verteiler aktiver Inhaltsstoffe im menschlichen Körper verwendet. Das heißt, die Liposome umhüllen jetzt die Vitamine und Mineralstoffe oder das OPC, was hier in diesen Flaschen enthalten ist, und schützen sie, bis sie in die Zelle gelangen und dort wirken können. Also vieles geht ja auch während des Verdauens, bis es im Verdauungskanal gelandet ist, verloren. Aber diese liposomalen Mittelchen, diese Vitamine und Mineralstoffe, die so verarbeitet sind, die so umhüllt sind, die gelangen zu einer ganz hohen Verfügbarkeit in den Zellen. Und das macht dieses Nahrungsergänzungsmittel so wertvoll, die sehr hohe Bioverfügbarkeit. Ich setze euch den Link zu Vitasomal unten in die Infobox. Könnt ihr nochmal reinschauen, da gibt es noch mehr Informationen zu den einzelnen Mittelchen und zu diesem Herstellungsverfahren. Als erstes gibt es einen Esslöffel Sonnenenergie. Ich lese euch mal die Zutatenliste, die Inhaltsstoffe der Sonnenenergie vor. Ich weiß nicht, ob man das jetzt so gut erkennen kann. Und zwar enthält
dieses Nahrungsergänzungsmittel Wasser, Phospholipide aus Sonnenblumen, Xylitol zum Süßen, Vitamin K2, Vitamin D3 und Magnesiumcitrat. Weiter geht's mit dem zweiten Löffel meiner heutigen Tagesration Elite OPC. Jetzt genehmige ich mir meine Tagesdosis Vitamin C und Zink. Und zum Schluss gibt es den Vitamin B-Komplex. Während wir gerade im Kino waren, wir haben uns 5 Freunde im Tal der Dinosaurier angeschaut. Wir haben hier um die Ecke ein kleines, aber feines Kino. Da kam ein Paket von Orkos und da zeige ich euch jetzt einfach mal, was darin enthalten war. Hier in diesen Verpackungen seht ihr Jackfrucht. Das habe ich extra für Simon bestellt. Er liebt diese tropische Frucht. Dann Erbsenschoten, die kann man roh essen, schmecken fantastisch. Eine Menge Orangen. Meine Jungs lieben hier Orangensaft. Das habt ihr vielleicht in den Food Diaries auch bemerkt, dass es oft am Morgen frisch gepressten Orangensaft gibt. Dann hier auch noch eine tropische Frucht, Longan. Ich glaube, die schmecken so honigähnlich. Eine sehr interessante Frucht. Noch mehr Orangen. Dann habe ich hier ein Kilo Mini-Hass Avocados bestellt für mich. Und hier eine Kakaoschote. So sieht eine Kakaoschote aus. Und darin enthalten sind Kakaobohnen. Da ist so ein ganz dünnes, fruchtiges Fruchtfleisch um diese Kakaobohnen. Das ist also der echte Kakao, der überhaupt nicht verarbeitet wird. Da freue ich mich auch drauf. Dann habe ich hier noch getrocknete Bananen für meinen Jüngsten. Der mag gern getrocknete Bananen. Und hier noch Cassia Fistula. Schon geschält. Die sind ja eigentlich in so langen Stangen schon geschält zum Entgiften. Ich hatte ja die Playlist erwähnt. Oh, jetzt fängt noch die Pfeife hier an. Ich hatte ja die Playlist erwähnt, die wir euch unten in die Infobox. Ja. Okay. Wir wollen ein Video machen, wie es hinter den Kulissen läuft. Mache ich manchmal. Ja, das macht der Schächer auf unserem Kanal. Was, mit mir oder was? Nein, also ich filme hier so wie so ein Video, was und das sage ich dann auf dem Kanal drauf. Wie Silke Leopold die Videos macht. Wie oft sie scheitert. Ja, aber ich schneide es ja raus, damit es nicht gesehen wird. Ja, das brauche ich dann für eins von meinen Videos. Genau. Nein! Bei dir sieht man dann, was wirklich abgeht. Ich hatte ja die Playlist erwähnt, die wir euch unter das Video verlinken wollten. In dieser Playlist findet ihr unsere aktuellen epischen Lieblingsmusikstücke. Und meine Jungs haben auf alle Fälle jeweils 2 Empfehlungen für euch. Silas, was sind deine 2 Lieblingsstücke, die sich in dieser Liste befinden? Dragon Rider und Flight of the Silverman. Okay, und Simon, deine Lieblingslieder, deine 2? Stormkeeper und Victory. Genau, das sind jetzt die 4 Lieblingsstücke von meinen Jungs. Es wird jetzt alles aufgenommen, was du hier siehst. Okay, ich muss jetzt mal mein Gesicht filmen. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video auf unserem Kanal. Und wir haben etwas gebaut und das will ich zeigen. Genauso wie meine Geburtstagsgeschenke. Ein paar jedenfalls. Also, das ist jetzt erstmal der Wald und der Weg, den wir gleich wieder hochfahren werden. Hier ist unser kleines gebautes, eine Mauer, die wir aus steilen Stöcken gebaut haben, auch ein bisschen Erde und dieses Zeug hier was. Hier Sand. Und damit haben wir das eben ein bisschen getarnt. Hier unter diesen Stöcken sind ein paar, haben wir die Erde rausgeholt, was die wir dann hier drüber geschüttet haben. Und hier ist unser Feuer. Hier tun wir dann. Also, ja, habe ich dann geschlafen. Ist nämlich ein Spiel, was wir gespielt haben. Und ja. Ich bin ja auch beim See, das heißt, ich bin nicht irgendwo beim Wald. Und ich will jetzt erstmal meine Geburtstagsgeschenke zeigen. Das hier ist mein Rucksack. Den habe ich zum Geburtstag bekommen. Schönes Geschenk. Hier war auch noch gratis ein Sitzkissen drin, weil ich jetzt die Schrank rausholen will, weil es sehr schlecht geht, da reinzutun. Schokolade, die ich jetzt auch nicht rausholen will. Und ich hole das mal raus. Ein. So, das hier ist mein Rucksack. Ich habe das schon gerade aufgemacht. Das ist Jack Wolfskin. Das empfehle ich euch. Hier drin in diesem Rucksack ist ein Geschenk von einem Freund von mir.
Das ist ein Hot Wheels Geschenk, mein Spiel mit Würfeln, hier, für die Rennstrecke. Und das habe ich von einem Freund bei mir bekommen. Und ja, ja, das war's dann auch schon mit dem Video und tschüss. Ja? Ich mag ein Video machen. Du möchtest ein Video? Ich nutze sie erst nochmal selber, ja? Hier gibt es ganz viel frische Brennnessel. Das ist mit in meinen Augen das beste Superfood, was wir hier in unserer Region haben. Mit vielen wichtigen Mineralstoffen, Vitaminen, Spurenelementen und natürlich dem wertvollen Chlorophyll. Hier seht ihr ganz viel Klettlappkraut. Das schmeckt so ein bisschen kratzig, wenn man das pur isst, aber man kann es wundervoll entsaften. Man kann sich dann hier die Stängel einfach mit einer Schere abschneiden oder die Stängel abpflücken und mit in den Entsafter geben für einen wundervollen Wildgrünsaft. Und jetzt in der Jahreszeit kann man auch wieder wundervoll barfuß laufen, ohne dass einem die Füße abfrieren. Ich bin jetzt fast ein Jahr lang nur mit Barfußschuhen unterwegs gewesen oder eben barfuß. Aber die letzten Monate eher nur in Barfußschuhen und jetzt wieder mit großer Leidenschaft barfuß. Das hier ist auch ein sehr schmackhaftes Wildgrün, die Knoblauchsrauke. So sieht es ja aus im kleineren Stadium. Die wächst ja dann auch noch hoch und die Blätter schmecken, wie schon der Name sagt, leicht nach Knoblauch. Kann man wundervoll damit einen Salat oder einen Dip oder ein Dressing würzen. Und gleich daneben wächst auch ein wundervolles Wildgrün. Das mag ich im jungen Stadium am liebsten. Das sind junge Girschpflanzen. Hallo, ich bin jetzt wieder, ich bin jetzt wieder in der Nähe von einem Fußballplatz, ganz in der Nähe. Und ja, ist wirklich ganz schön hier. Vorhin war ich da hinten bei den großen umgestürzten Bäumen. Und hier sieht man auch nochmal mein Fernrohr richtig gut. Hier kann man doch einstellen, wie gut man sieht, aber man kann es doch richtig verschwommen machen, also richtig cool. Also ja, da hinten sitzt sogar jemand auf dem einen Fußball-Dingsbums, nein, das sind glaube ich zwei, ja. Und ja, ist richtig cool hier. Und noch mehr wundervolle Wildkräuter, Löwenzahn, könnt ihr hier bestimmt ganz eindeutig erkennen. Dann gibt es hier noch Märzveilche mit diesen wundervollen lila Blüten. Kann man auch die Blätter und Blüten mitessen. Und ich habe gerade schon von diesem wundervollen Wildgrün genascht. Das ist Gundermann, auch Gundelrebe genannt. Und das hier sind Taubnesselpflanzen. Die Blüten und Blätter sind essbar und ich mag ab und zu gern die Blätter mit Banane, also die Kombination Taubnessel und Banane mag ich ab und zu sehr gern. Die Taubnesselblätter haben so einen würzigen, so ein bisschen pilzähnlichen Geschmack und mit der Banane, das ist eine sehr interessante Kombination. Ich stehe hier gerade in unserem Bärlauchwald, an unserer Lieblingssammelstelle für Bärlauch. Alles, was hier den Boden bedeckt, das ist alles Bärlauch. Wir haben ja auch schon einiges an Bärlauch gesammelt für unsere Abendmahlzeit. Das ist also Teil unseres Abendbrotes. Und kürzlich habe ich mit Freunden ganz viel Bärlauch gesammelt und wir haben ganz, ganz köstliches Bärlauchpesto daraus zubereitet. Das sind die Gläser mit dem selbstgemachten Bärlauchpesto. 4 oder 5 Gläser habe ich schon den Freunden mitgegeben, die mit mir zusammen dieses Bärlauchpesto zubereitet haben. Und dieses Pesto besteht einfach nur aus einer großen Menge frisch gepflückten Bärlauchblättern, dann sonnengetrockneten Tomaten, dann ist noch kalt gepresstes Olivenöl dabei und aktivierte Sonnenblumenkerne. Das hier ist eine Schildkröte zum Essen. Das ist eine frutarische Schildkrötentorte, natürlich roh vegan. Die besteht aus 3 Zutaten: Bananen, Kiwis und Dattelpüree. Also da werden einfach Datteln ein paar Stunden in Wasser eingeweicht und dann mit Wasser gemixt. Dann entsteht so ein Püree und daraus kann man unter anderem auch dann hier diese Schildkrötentorte herstellen. Das Rezept stammt ursprünglich von Vegan Feeling. Wir haben ja auch einen YouTube-Kanal und dieses Rezept haben sie, glaube ich, so vor 3 oder 4 Jahren veröffentlicht. Geht ganz einfach. Der Panzer besteht einfach aus Bananenscheiben. Die werden so auf dem Teller geschichtet und nach oben hin wird
die Schichtung praktisch immer enger, bis man eben so eine Kuppel hat. Und dazwischen gibt es immer ein bisschen Dattelpüree, das schmiert man so dazwischen. Und dieser Bananenhügel wird dann mit Kiwischeiben belegt. Und dann macht man dann hier noch so die Füßchen und den Kopf. Ich habe hier die Augen. Man kann da auch natürlich Nelken nehmen. Die habe ich jetzt gerade nicht gehabt. Ich glaube, das sind Schisandra-Beeren. Die habe ich noch bei mir gefunden. In dem Video habt ihr auch schon gesehen, was mein Ältester zum Geburtstag bekommen hat. Und ich habe ja am 5. April, mein Jüngster hat ja dann einen Tag darauf Geburtstag gehabt, er ist 9 geworden. Und da habe ich ja überhaupt nicht gefilmt an dem Tag, da wollte ich wirklich nur im Hier und Jetzt sein und die Zeit einfach mit den Kindern und mit Freunden genießen. Und Silas möchte gern, dass in diesem Video auch gezeigt wird, genau gezeigt wird, was er bekommt. Und deswegen darfst du das jetzt gern aufzählen und ich werde einfach ein Bild einblenden. Also, was ich zum Geburtstag bekommen habe, ist ein Rucksack, den ich jetzt auch mit habe, ein Packlatz, das ich auch mit habe, Schokolade, noch mehr Schokolade, Kaugummi, noch mehr Schokolade, eine Hose, eine Outdoor-Hose und ein Flash-T-Shirt, dann noch ein Tagebuch mit verschlüsselten Code und eine Bauchtasche und eine richtig coole Taschenlampe mit SOS-Zeichen. Während meine Jungs da hinten auf dem Baum rumklettern und Abenteurer und Forscher spielen, habe ich in der Zwischenzeit einen Teil meiner Abendmahlzeit gesammelt. Ihr könnt es euch denken, es wird sehr grün. Das ist hier vielfältiges Wildgrün. Da haben wir hier Bärlauch, eine Menge jungen Girsch. Dann haben wir hier Knoblauchsrauke. Hier in der Mitte sind kleine Blättchen von Gundermann, Löwenzahn. Hier ist Schafgarbe außen, dann ein paar Gänseblümchen, Blüten. Noch mehr Girsch und hier noch ein bisschen Taubnessel. Während meine Jungs jetzt noch Forscher und Entdecker spielen, werde ich ein bisschen in diesem Buch lesen, Wunderlebensmittel von Dr. Brian Clement. Das Buch habe ich schon vor 3-4 Jahren gelesen. Ein sehr inspirierendes Buch rund um die lebendige Nahrung, sprich Rohkost, welche positive Wirkung sie auf unsere Gesundheit hat. Und der Dr. Brian Clement ist der Leiter des Rohkostinstitutes, des Hippokrates Gesundheitsinstitutes in Florida. In diesem Buch hat Dr. Brian Clement die langjährige Erfahrung der Rohkostklinik ausgewertet und alles mit den neuesten Erkenntnissen der modernen Ernährungswissenschaften ergänzt. Es gibt Rezepte, es gibt sehr inspirierende Heilungsgeschichten, wirklich ein sehr, sehr interessantes Buch, was man auch mehr als einmal lesen kann. Wir sind gerade wieder auf dem Rückweg nach Hause und ich habe jetzt hier noch Vogelmiere gefunden. Die werde ich jetzt noch reichlich pflücken. Das ist unsere Abendmahlzeit. Für die Jungs gibt es vegane Kochkost. Sie haben sich Kartoffeln mit brauner Soße gewünscht. Das ist so eine Art Bratsoße in vegan aus nur 4 Zutaten. Man kann das Ganze noch ein bisschen verfeinern mit Zwiebeln und Knoblauch. Aber ich bereite diese Soße einfach zu aus entweder Kokosöl und Alsan. Da kommt noch ein glutenfreies Mehl dazu, Wasser und Sojasauce. Für Silas gibt es die gleiche Portion Kartoffeln mit brauner Soße und für Simon gibt es noch einen Rohkostteller, Paprika, Gurke, Möhre, Süßkartoffel, die kann man ja auch roh essen, selbstgezogenes Erbsengrün und selbstgezogenes Sonnenblumenkerngrün und rohe Erbsen, Zuckerschoten. Und für mich gibt es diese Mahlzeiten, das ist hier ein Teller mit Wildkräutern, das habe ich euch auch schon gezeigt, das sind alle Wildkräuter, die ich heute gesammelt habe. Dann gibt es dazu Chicorée, dann habe ich hier noch von Happy Cheese einen Käse, das ist Chorizo. Dann gibt es noch Feldsalat und einen Salat aus Gurken, getrockneten Tomaten, ganz vielen Sprossen. Da ist dabei Kresse, Brokkoli, Rettichgrün, Erbsengrün und Basilikum ist dabei und Zwiebelsprossen. Dann ist noch ein bisschen Kalanamak dabei, also dieses Eisalz und 3 kleine Mini-Hass-Avocados. Eine der letzten Rituale am Abend, das Zähneputzen mit selbstgemachter Zahnpasta hier in den beiden Gläsern. Die habe ich auch schon in einigen Videos erwähnt. Das hier ist eine Zahnpasta aus Kokosöl und Kurkuma. Und hier links im Glas befindet sich eine Zahnpasta aus Kokosöl, Natron und Birkenzucker. Vielleicht gibt es jetzt einige Zuschauer unter euch, die sagen oder die denken, was mit Zucker Zähneputzen? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Der Birkenzucker, Oxalit genannt, wird meistens aus Hölzern gewonnen und es ist ein Zucker, den die Kariesbakterien nicht verstoffwechseln können. Also super geeignet für eine Zahnpasta. Man kann mit diesem Xylit auch am Abend eine Mundspülung durchführen. Am besten danach nichts trinken oder nicht nochmal den Mund mit Wasser ausspülen, sodass der Xylitol oder
dieser Birkenzucker über Nacht wirken kann und die Kariesbakterien keine Chance haben, weil sie diesen Zucker ja nicht verstoffwechseln können. Es gibt jetzt ein kleines Update bei meinen Zahnputzutensilien. Diese Bambuszahnbürste ist ja schon bekannt, die habe ich auch schon in einigen Videos erwähnt oder gezeigt. Aber ganz neu ist dieses Zahnpulver. Entwickelt wurde dieses Zahnpulver von Lebenskraft pur mit der ganzheitlichen Zahnärztin Dr. Karin Bender-Gonser. Mit ihr habe ich auch schon ein Video gemacht über chemiefreie Pflege. Das verlinke ich euch oben rechts in den Infokarten. Und dieses Zahnpulver teste ich gerade. Es besteht nur aus 5 Zutaten. Rügener Heilkreide, Natron, Xylit, also dieser Birkenzucker, den ich schon hier in diesen anderen Zahnpasten verwendet habe. Dann ist noch Kurkuma dabei und ein ätherisches Pfefferminzöl. Diese kleine Menge reicht schon, um damit die Zähne zu putzen. Ich verlinke euch das Zahnpulver unter diesem Video. Wer sich für neue, ganzheitliche und alternative Zahngesundheit interessiert oder für effektive Möglichkeiten, um Karies vorzubeugen oder Zähne zu remineralisieren, dem kann ich das kostenlose Zahngesundheitssymposium empfehlen, was derzeit seit 8. April online läuft. Da gibt es jeden Tag 2-3 Interviews mit Experten rund um die Zahngesundheit. Und die schon von mir erwähnte ganzheitliche Zahnmedizinerin Dr. Karin Bender-Gonser kommt da auch zu Wort. Ich glaube, ihr Interview läuft am 14. oder 15. April. Ihr findet den Link zu diesem Symposium unten in der Infobox. Könnt ihr euch kostenlos anmelden und jeden Tag interessante Interviews zum Thema ganzheitliche Zahngesundheit anschauen. Die Kongressveranstalterin ist die Maria Kakiaki. Die habe ich schon vor 2 Jahren auf der Revolution live erleben können in einem Vortrag über die ganzheitliche Zahngesundheit. Es war ein sehr interessanter Vortrag, der nicht nur die Ernährung umfasste, sondern auch psychische Elemente, Stress oder auch eine bestimmte Körperhaltung. Und natürlich hat sie immer wieder erwähnt, wie wichtig grüne Lebensmittel sind, mineralstoffhaltige Lebensmittel, um die Zähne wieder zu remineralisieren, um Karies vorzubeugen. So, das war's jetzt aber mit diesem Video. Ich wünsche euch noch eine wundervolle Zeit. Wir sehen uns bald wieder. Tschüss, eure Silke.